Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, wir wollen heute unbedingt unser Chemiewerk sozusagen mit unserer Raffinerie verbinden, dass wir sozusagen die Sachen nicht mehr händisch rübertragen müssen, sondern dass das dann schon sozusagen automatisch passiert. Wird auf jeden Fall auch sehr interessant, weil ich noch nicht ganz weiß, wie ich es mache, weil diese schönen Sachen brauchen wir auch im Nachbarort beim IWF. So. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Ich habe 3 MV-Maschinenhals. Ich hoffe, ich weiß jetzt nicht, ob ich schon alles habe. Ja, ich habe. Out. So, ich brauche auf jeden Fall schon mal, also was wir jetzt brauchen, ist einen Kompressor. Ein Kompressor in Advanced, das heißt, ich brauche Circuits, ich brauche Kabel. Vielleicht mal 12 Kabel mitnehmen. Circuits auf jeden Fall auch. Auf jeden Fall schon mal eins, dass ich einen Laborkomplex als nächstes noch mitbauen will. In dem Laborkomplex sollen dann nämlich die Circuit-Produktion mit rein. Da haben wir einen Advanced Kompressor. Aber was brauchen wir noch? Electrolyzer und Zentrifuge. Dafür brauche ich jetzt Silberwire und Glas. Silberwire brauche ich 4 Was? Kabel? Nö. Ein Kabel. Elektrolyse. So, und dann brauchen wir noch eine Zentrifuge. Eine MV. Thermal. Das sind jetzt 4 Circuits, 2 Motoren. Ich bringe gerade die Circuits, glaube ich, aus. Was ich damit mehr brauche. Brauche ich. Was? Muss ich erst mal gucken, wie viel das wir noch haben. Auch Small. Also die Small schmeiße ich schon mal rein, weil die weiß ich definitiv werde. Ein. So, dann heißt es jetzt, wir machen jetzt die Pipes. Jetzt hab ich noch Pulsating da. Ja, mal gesagt, machen wir mal 10 Stück.
Weil unterirdisch muss ich es ja dann irgendwann über die anderen Pipes laufen lassen. Es wird nur interessant. Was man alles macht. Ja, ein Dutzend. Ein Dutzend ist gut. Dann brauche ich bestimmt noch Folie, oder? Richtig. 144, 1, also 2 Stück. So, was ich euch mal gleich die Frage stellen kann. Weiß ich mit. Weil es eine wichtige Frage ist, weil ich wurde jetzt zum Beispiel schon mal wurde zu mir gesagt, ja, also er findet die Elektronik-Sachen total toll. Aber den Rest nicht so. Das ist auch schon wieder getrieben worden. Warum? Ich habe mal einen Magneten an. Entschuldigung. Willst es ich? Ich habe da aber auch nichts gesehen. Weiß ich auch warum. Okay, da hat jemand die Maschine gedreht. Jetzt weiß ich auch, warum das unser Prophet immer gesagt hat, es kommt auf der falschen Seite raus. Ja, schön. Ja, das muss rein, das muss rein. Ja, und ich habe dann am Magneten an, wenn ich große Flächen ebene. Info. Ich weiß, ich könnte mir meinen eigenen Magneten... Nein, kann ich mir nicht bauen, der ist zu teuer. Große Flächen heißt wirklich große Flächen. Moment. Ich schätze mal, die einen sind gerade hier. Trauen sie schon gar nicht mehr, das komplett bis hier abzutragen. Okay, aber die sind auch leicht krank. Ich bin hier vorne. Ich mache gerade den Fluss. Also ich bin gerade dabei, sozusagen das hier alles zu ebenen. Das ist jetzt gerade das, was ich da hinten rumeier. Weil ich ja die Mauer von hier nach hier verlege. Heißt, das wird auch noch alles verschoben. Und dann mache ich auch noch gleich die Flussbegradigung plus die Untertunnelung oder die Freilegung unten drunter. Ja, und da lässt man dann irgendwann auch mal das Steinchen liegen. Und dann rennt man mit dem Magneten ran und holt sich. Ich könnte es auch decayen lassen, aber nein. Beziehungsweise man merkt auch, dass es irgendwann leckt. So, jetzt habe ich meine Item-Conduits. Das ist schon mal sehr gut. Flüssigkeiten werde ich mit meinen anderen Pipes machen müssen. Kabel hole ich mir später. Weiß nicht. Alles. Muss mir jetzt nämlich erstmal überlegen, wie ich den Aufbau mache. Ach genau. Noch, wo ich ja war. Genau, also die Technikfolgen super. Die Baufolgen
interessieren nicht so. Und jetzt ist halt meine Rede. Wie wollt ihr das? Wollt ihr, dass ich euch einfach nur sage, okay, ich fange jetzt mit dem Gebäude an, mache das Gebäude meinetwegen soweit in einer Folge fertig. Zum Beispiel Kuhstall mache ich, habe ich in einer Folge hier unten den Bereich gemacht. Und ja, und wenn ich dann für mich Zeit habe, baue ich das weiter. Oder sagt ihr, nee, ich möchte das sehen. Dann, wie gesagt, schreibt mir das in die Kommentare, dass ich es weiß. Und ja, ich möchte, dass ihr schreibt und nicht an einer Umfrage teilnimmt, sondern schreiben. Ja. Dibidibi. So, okay, also, wir haben ja hier ein Vollglashaus. So, und ich hätte jetzt sehr gerne, dass ich sage, okay, ich bekomme also von unten komme ich auf jeden Fall in Strom. So, wir haben ja einmal den Electrolyzer. Der Electrolyzer macht genau, der Electrolyzer, das heißt, ich brauche noch Wasser. Ich brauche hier auch noch Wasser. Jetzt ist nur gerade die Frage, was ich mir gerade stelle, ist, baue ich mir jetzt hier ein, also baue ich hier komplettes Wasser jetzt da nach hinten? Oder baue ich einen Tank irgendwo versteckt hin? Da schafft dann sozusagen der, wenn er in der unterirdisch ist, dann arbeitet er ja langsamer, genau, wegen Fränkisch. Oder ich baue mir ein kleines Basin da hinten hin. Es wird es über kurz oder lang sowieso immer irgendwann geben. Muss ich mal schnell runter. Das ist ja das Wasser hier. Also Produktion habe ich hier genügend. Für hier bin ich definitiv. Genau, habe ich hier schon mal eine Tür reingeschlagen. Ich muss mir überlegen, was ich mit dem Boden mache, weil normalerweise das war jetzt super. Weil der Boden ja eigentlich mit dem hier identisch ist. Und da brauche ich nicht mehr nach oben basteln, so wie hier. Das ist eigentlich falsch. Das heißt, ich muss den Boden dann austauschen unten drunter. Aber erstmal blau. Oh, die Farbe blau. Weiß gar nicht, ob ich die verbrauche oder ob ich die einfach nur draufklicken muss, damit er weiß, dass es blau sein soll. Ja, wie gesagt, das interessiert mich wirklich eure Meinung in der Hinsicht, weil also ich werde mich dann versuchen dran zu halten, sage ich aber auch ganz offen und ehrlich. Versprechen kann ich es nicht, weil wenn ich die Zeit nicht haben sollte, offline was zu machen, habt ihr die, ich glaube, vorletzte Woche jetzt gesehen. Da hatte ich dann fast keine Folgen mehr. Und ja, habe dann natürlich erstmal wieder aufnehmen müssen. Und dann sage ich halt, okay, alles klar, dann mache ich aber auch alles, was ich halt machen kann als Aufnahme. Klar, dass es Folgen gibt, weil alles andere wäre ja doof. Und ich. Oh, jawohl, genau. Hab recht. Mir quält ja sowieso nicht momentan, dass der da
hinten rumschwirrt. Ich bin ja momentan beim Überlegen, ob ich ihn hier vielleicht mit hinpflanze. Dass ich hier dann meinen Hauptlift. Also ich brauche jetzt auf jeden Fall. Was habe ich denn da unten für Pipes eigentlich drin? Large Steel Fluid Pipes. Ja, das ist jetzt halt mein Riesenproblem. Wenn ich da hinten jetzt halt Wasser haben will. Ja, das werde ich jetzt erstmal mit Tanks erledigen. Ich habe, Gott sei Dank war einer von den beiden Jungs freundlich und hat mir Tanks fertig gebaut. Weil wir brauchen davon jetzt ein paar. Und zwar, ich brauche jetzt auf jeden Fall das Wasser mal ein. Weil wie gesagt, in den Electrolyzer kommt Wasser rein. So schnell wird der nicht mit Wasser neu gemacht. Dann kann ich mir hier die Small machen. Weil, wie gesagt, ich muss jetzt endlich dazu kommen, dass wir die Erzverarbeitung aufbauen, dass wir regelrecht mit Material vollgestopft werden wie eine Gans. Wir gar nicht mehr hinterherkommen, das Material auszugeben. Wobei, kann ich mir nicht vorstellen. So, dann hätte ich gesagt, dann nehme ich noch mir zweimal dich mit. Dann habe ich schon mal auf jeden Fall genügend Wasser dabei. Weil das ist halt momentan der Nachteil, bis ich genügend Pipes zusammen habe und genügend Stahl, dass ich halt sagen kann, okay, alles klar. Wir können bis da nach hinten das Wasser transportieren. Weil das sind ein paar Meter. Und vor allem, ich muss mir dann auch was überlegen, wie ich das mit den Chunkloadern mache. Ob ich die in dieser Ebene aufbaue oder in der Kanalisationsebene, die wo drunter ist. Und die muss ich ja auch irgendwann steuern können. So, okay, also das heißt, ich komme schon mal hier mit dem Strom rein. Der Strom geht irgendwann aber auch noch geradeaus weiter. Das heißt, ich werde eventuell das Wasser auch genau hier in dieser selben Linie laufen lassen. Ich gehe dann nach unten und lass den Low Voltage Fluid Tank hier rein. Weiß, was ich vergessen habe, eine Pumpe. Sehr schön. Und was ich noch vergessen habe, ist noch viel besser: Fackeln. Vorhin habe ich mal wieder eine Gebrez bekommen, das mich aus dem Leben geschieden hat. Können die Monster ganz gut hier. Und wisst ihr, was die schlimmsten Viecher sind hier in dem Spiel? Die allerschlimmsten? Diese, kennt ihr diese Pockenzombies da? Also die diese Punkte drauf haben? Diese in klein. Die sind sowas von verflucht schnell, ne? Die triffst du nicht. Die batzen dich schneller weg, als du gucken kannst. Ferkel, ja. Also, wir brauchen auf jeden Fall den Electrolyzer. Der Electrolyzer, hätte ich gesagt, kommt dann hier hin. So, und dann heißt es, dann kommst
gehst. Ja, stimmt, es geht, du gehst ja dann nach oben. Das geht nach unten. Also das heißt, ich habe hier dann meinen Strom. Hier mein Strom, komm her. Ja, klar. Ja, Gott sei Dank. Mal die richtige Menge dabei gehabt. So, das heißt jetzt aber auf jeden Fall für mich, ich brauche, ja, den muss ich wieder wegmachen. Weil ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, dass ich da Pumpen hinmachen kann, wenn ja. Wenn ich da eine Pipe dran habe. So, das heißt jetzt auf jeden Fall, du ziehst jetzt nach oben und du ziehst jetzt mir das Wasser hoch. Mal da rein. Das heißt, da wird irgendwann auch wirklich das Wasser drin sein. Dann heißt es, wir gehen jetzt nach vorne. Wir brauchen eine Pumpe. Ich brauche eine kleine Pumpe. Müssen wir auch demnächst mal Es wird auf jeden Fall auch so ein Gebäude werden, wo ich die ganzen jeweiligen Komponenten herstellen lasse. Also Motoren, Pumpen, was gibt's noch? Pistons, Robot Arms und so weiter und so fort. Ich brauche jetzt ein Kabel, ich brauche Coverings. Ein Kabel. Ich brauche noch eine Zinnschraube. Okay, schön. So. Habe ich die Pumpe dabei. Ich habe das Wasser dabei. Das nächste, was ich jetzt dann brauche, ist auf jeden Fall auch Strom. Ah, was ich jetzt halt noch nicht weiß, ist, wie ich es halt wir machen jetzt gerade sozusagen diesen Aufbau, den wir gerade hier hinten haben, machen wir jetzt gerade, was wir hier haben, machen wir jetzt dann da vorne. Heißt, der Kompressor, die Zentrifuge, das ist ja eine Einheit und das ist die zweite. Aber ich hätte gesagt, die lasse ich parallel laufen. Das heißt, wenn ich nochmal was brauche, dann kriege ich's. Okay. Das heißt, ich habe jetzt das. Ich brauche noch irgendeinen Filter. Elektrum kann ich schon mal da lassen. Helle. So, dann habe ich auf jeden Fall schon mir hier reingelegt. Ja, ein MV High Ampere Transformer. Den habe ich auf jeden Fall schon mal da. Heißt, hier, der kann 16 Maschinen dann bedienen. Erstmal, das reicht mir. Okay. So, und dann brauche ich jetzt von dir noch natürlich Unrelated Copper Cable. Ich nehme jetzt erstmal das 8-fache mit, und zwar 21.
Also ich finde ja diesen Ledermaus-Rucksack total super. Also es ist immer hell. Ich schalte nur zu selten aus, dass ich mal mitkriege, dass es nicht sehr hell ist, dass es eigentlich arm dunkel ist. Aus. Erste, was wir jetzt auf jeden Fall mal brauchen, ist, wir müssen den HV mal anschließen. Mensch. So, das heißt, wir haben schon mal das. Ich bin auch schon mal in der richtigen Ebene, weil wie gesagt, da kommt auch irgendwann eine Decke drauf. Aha. Ja. Da muss natürlich noch was hin. Habe ich aber momentan nicht dabei. Weil ich brauche dann natürlich noch Batterien, die das auch noch machen, ne? Jawohl. Wasser kommt raus. Dann irgendwann werde ich mit diesen großen Fackeln arbeiten, dass die Beleuchtung mir eigentlich doppelt sein kann. So, jetzt müsste der Kamerad hier eigentlich Strom haben. Und Wasser hat er auf jeden Fall auch. Das heißt jetzt, wenn ich jetzt da eine Elektrozelle reinlege. Elektrolyzer. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich brauche noch einen Circuit. Komm, ich brauche das, wo du als nicht als. Leeres Wasser? Nee. Wasser. 3000 Liter, genau. Circuit Nummer 1 brauchen wir. Den könnte ich jetzt von vorne klauen. Den werde ich vorne nicht mehr brauchen. Aber das muss mir der Kamerad hier alles machen. Mal auf das Thema zurückzukommen. In den Gebäuden. Es gibt natürlich auch dieses Problem. Ich kann halt teilweise erst mit der Technik weitermachen, wenn das Gebäude fertig ist. Ja, also vor allem GT-Maschinen, die mögen ja Regen und so. Da ist natürlich das dann vorprogrammiert, dass das Gebäude fertig sein muss, um weiterzumachen.
Ach, das nächste Gebäude, was jetzt dann ansteht, ist ja auf jeden Fall die das Gebäude für die, wie heißt's, für die Erzverarbeitung. So, und jetzt müssen wir. Okay. Er kommt nicht genügend Strom an. Kann natürlich auch sein, dass ich das Kabel gar nicht so weit angeschlossen habe. Das wäre ich auch möglich. Dass ich gesagt habe, nö. Wir machen das erst, wenn es soweit ist. Natürlich dann super. Also, das heißt, wir holen jetzt erstmal eine MV-Batterie. Überhaupt da habe. Aber Batterien weiß Mopsen. Laden. Hier habe ich. Bin gespannt, wie oft ich noch hin und her laufe, weil ich Sachen, die wo ich jetzt brauche, noch vergessen. Aber als ein Filter könnte ich mir vorstellen, dass ich den noch brauche. Konvoier könnte ich mir vorstellen, dass ich noch brauche. Aber wenn wir gleich alles wissen. Schlimme ist, dass die Pumpe eigentlich billiger ist als der Konvoier, weil der Konvoier kostet 2. Ah, er hat doch genügend Strom gekriegt. Er wollte mich nur laufen lassen. Ist doch gut. So, aber wir haben jetzt sozusagen einmal eine Oxygenzelle und wir haben eine einmal Hydrogengas. So, mein Problem ist jetzt, wenn ich jetzt den Item-Auswurf mache, ich habe die Tanks auch vergessen. Clever. Gut, aber diesmal machen wir den kurzen Weg. Auch davon 2. Bei den kurzen, ah doch, es gibt einen kurzen Weg. Lager. Da gibt es doch keinen Eingang. Also da habe ich noch keinen Waypoint gesetzt. Okay. So, das heißt jetzt dann für mich, ich brauche auf jeden Fall dann nochmal eine Pumpe. Kommst du dahin und dahin? Ja. Bin ja froh, dass ich nicht gerade vorne war und gesagt habe, was ich noch brauche, ne? Bin ja froh, dass ich das dann auch einfach mal weggelassen habe. Okay, ich brauche ein Zinnkabel, ich brauche ein Zinnscrew, Rubberring. Hat das. Du nicht. Pepe, Silber, da. Vor allem, das war total clever, jetzt schon den Tank draufzusetzen, bevor die Pumpe drauf war. Ja. Wo ist der? Okay. Machen wir die Pumpe drauf, da drauf. Ja, jetzt haben wir schon mal hier 2000 Hydrogengas drin. Und nach hinten haben wir den Item-Output. So, jetzt haben wir hier auch dann sozusagen Oxy drin. Und das muss ich jetzt natürlich so verbinden. So, und dann heißt es, wie du extrahierst und zwar immer. Für mich ist.
Machen wir mal schwarz. Du inserst von schwarz. Hey, Gray klingt besser. Genau. Grau ist Gas. Nee, es sind eigentlich Items. Ich bin, ja. So, das heißt, wir haben jetzt schon mal hier unser kleines Mobile. Das heißt, wir haben hier, kommt jetzt das Oxy rein und hier kommt das Hydro rein. Ohne, dass ich jetzt nochmal irgendwas machen muss, ja, unten irgendwann vernünftig Strom verlegen. Das ist klar. Ja, dass wir auch Batterien mit hinmachen. Dass wir die Maschinen beim nächsten Mal anschließen können. Diese Maschinen, das bauen wir auch gleich noch auf. Das heißt, ich habe jetzt dann hier das gleich dran machen. Ja, ich muss halt aufpassen, weil Kompressor braucht halt auch seine Zellen. Und das darf halt alles nicht mit dem Zeug da drüben in Verbindung kommen. Ich musste aber den Kompressor hier hinstellen. Das Ding hier. Ach, so viel Kabel habe ich übrig. So, das heißt, der Kompressor kommt hier hin. Kompressor gibt es dann nach hier weiter. So, dann haben wir nämlich hier auch. Wie gesagt, wenn ich merken sollte, mal dann, dass es reicht, dann kann ich den auch nochmal einen rüberschieben. Ja, aber wir haben jetzt schon 6000 Hydro drin und wir haben jetzt hier schon 3000 Oxy drin. Ohne dass wir noch was machen müssen. Wie gesagt, klar, ich muss meine Wasserleitung verlegen, weil sonst ist mein Endpunkt, wenn der Tank hier leer ist. Der ist schon leer. Das heißt, ich kann jetzt die ganze Zeit nach vorne rennen und immer wieder Wasserzellen holen, dass der genügend aufgefrischt ist. Ja, und es reicht auch, diese kleine Pumpe hier. Ja, ne, nochmal zur Verständigung. Was jetzt hier passiert, Kompressor macht aus Luft Hydrogen und ich kriege hier eine Zelle Oxygen raus. Dieses Oxygen, entweder lasse ich es separat in der Leitung dann mitlaufen, dass ich dann hier auch einen Tank hinmache und der läuft dann rüber in den Tank oder nach oben in den Tank. Oder ich sage, er füllt es bitte auch mit hier rein. Aber ich weiß es noch nicht. Ich weiß es wirklich noch nicht, wie ich es genau mache. So, aber wie gesagt, wir haben unser Mobile laufen. Und was jetzt halt mein Problem ist, und das ist jetzt genau das, was ich sage, die Batterie wird jetzt gerade leer. Das heißt, ich muss mir wirklich überlegen, wie ich das mit den World Anchors mache. Ich bin zwar meiner Meinung nach nicht so weit weg, aber auf jeden Fall kriegt er den Strom nicht her von hier bis hier. Und es kann nicht daran liegen, dass zu viel läuft. So. Da muss ich mir auf jeden Fall auch noch was überlegen, wie ich das dann insgesamt mache und mir an. Ah, wir gehen mal nach unten. Also genau, und diesen picklichen Freund hier, der hat auch Kleinkameraden und die Kleinkameraden sind schlimm. Die sind richtig schlimm. So, wir schauen jetzt mal schnell.
Ja, ist ja gut. Ob ich die einfach vergessen habe, zusammen zu machen. Aber wie gesagt, als ich vorne war, ist der hinten geladen gewesen. Ist verbunden. Die sind alle verbunden. Ja, jetzt könnte das dann das Phänomen zu tragen kommen. Wen fülle ich als erstes? Weil jetzt halt mehrere Gerätschaften halt wieder Strom brauchen. Oder ich muss es halt mit Word-Anchor machen. Hier habe ich mir jetzt schon einen Tank hergestellt. Und der fleißig Ender produziert hat. Dass ich jetzt halt meine Münzen produzieren kann. Weil das ist halt auch irgendwas. Das ist halt auch dann irgendwann das Problem, dass ich halt eine ständige Ender-Produktion haben muss. Bitteschön. Schauen Sie mal an. Genau. Ja, da muss ich mir das halt jetzt dann alles angucken. Das werden wir dann in der nächsten Folge versuchen zu klären. Jo. Ja, wenn ihr noch Fragen und Anregungen habt oder sonstige Kritik, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Dann gibt es nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.